gehe jetzt mal wieder einkaufen bei Lidl. Das habe ich tatsächlich schon seit einigen Wochen nicht gemacht. Und da ich heute Hilfe hatte von meinem Teenager beim Tragen und Einkaufen, habe ich mich mit dem Live im Laden-Film etwas zurückgehalten, um ihn nicht total abzuschrecken, mich jemals wieder beim Einkauf zu begleiten. Hallo ihr Lieben, ich war einkaufen. Und zwar war ich beim Lidl, wie angekündigt. Mein Sohn war heute mit dabei. Ich hatte einen Träger hier, guckt mal. Der hat das gleich als Training genutzt. Ja, es war wieder ein bisschen voll im Laden zum Filmen. Und ich wollte jetzt nicht überstrapazieren, wenn mein Sohn zurückkommt, was ich glaube seit 6 Jahren oder so nicht mehr der Fall war. Ja, ich zeige euch, was bei mir im Einkaufskorb gelandet ist. Rucola, Klasse 1. Die Preise blende ich euch ein. Vollkorntoast für das Sandwich zwischendurch und das Frühstück. Und Bio-Eier. Ich gehe super gerne zum Lidl, weil ich mittlerweile aus Gewissensgründen am liebsten Bio und Fairtrade kaufe. Das ist ja mittlerweile eine Riesenmaschinerie, was es auch schon recht erschwinglich und günstig gibt. Und beim Lidl haben sie mittlerweile wirklich sehr viele Bio-Fairtrade-Geschichten, auch für den kleinen Geldbeutel. Deswegen ich ab und zu meine Bio-Sachen sehr gerne dort einkaufen gehe. Da hatte ich einen In-App-Coupon, 33 Euro das Stück für den Joghurt mit der Ecke. Und da habe ich mich wirklich leiten lassen von den klugen Marketingleuten, weil ist das nicht süß? Der hier heißt Knusperschweinchen und Blumen mit Erdbeerjoghurt. Ich habe zwar keine Kleinkinder mehr, aber das ist so niedlich. So einen wollte ich auch haben für 33 Cent. Und Schokoballs. Also da sitzen irgendwelche Marketingleute beieinander, die dafür sehr viel Geld kriegen. Aber es funktioniert halt leider meistens auch, ne? Und ein New York Style Typ Knusper Schokokeks. Und ich bin zwar magen operiert, ich will zwar immer weiter abnehmen, aber High Protein Produkte werdet ihr bei mir wenig bis gar nicht finden im Einkaufskorb generell. Ich habe meine Meinung dazu schon so oft gesagt, aber ich sage es gerne nochmal. Ab und zu als Ersatz gern, aber generell finde ich, dass es eben auch nur viel cleveres Marketing ist. Denn erstens mal habe ich Proteinpulver en masse zu Hause, zum Beispiel das hier. Ein neutrales Protein, ein Riesensack. Wenn ich unbedingt ein Proteinpudding will, dann rühre ich mir einfach davon 2 Löffel in jeden beliebigen Joghurt oder Pudding mit rein und habe ein Proteinpudding. Und außerdem schaffe ich es tatsächlich in der Regel sehr gut mit normalen Lebensmitteln wie Käse und Milchprodukten und Fleischprodukten oder veganen Produkten. Also am meisten aber tatsächlich mit Käse meinen Eiweißbedarf zu decken. Da könnt ihr euch auch gerne ein paar Ernährungstagebücher von mir angucken. Da sieht man das auch. So ein Mozzarella esse ich super gern als Arbeitssnack. Nehme ich mir gerne mit zur Arbeit. Hat 25 Gramm Protein. Und wenn ich 2 esse, bin ich schon in meinem Tagesbedarf. Ja. 2 Mozzarella Light, deswegen auch in meinem Korb. Ich habe Gelüste. Die Delikatesse-Kochschinken habe ich für meinen Sohn mitgenommen. Die machen sich gerne mal so ein Sandwich mit Schinken. Ist ja gar nicht meins, aber als Mama kauft man natürlich auch für die Familie ein. Ich habe im Moment Gelüste gehabt auf Hummus. Da habe ich ein paar Grissini dazu gekauft. Eine Flasche Rotwein. Hier, diese Grissini. Ist überhaupt nicht diättauglich. Aber es ist ja auch keine Diät, sondern ein Lifestyle. Und ich für mich habe ja beschlossen, ich gönne mir einfach normales Essen. Und wenn ich Lust habe, auch Hummus und Grissini und ein Glas Rotwein dazu,
Dann mache ich das auch. Dann gehe ich halt, das Wetter ist ideal, dann gehe ich halt lieber eine Stunde walken. Und das habe ich heute jetzt noch nicht geschafft, aber morgen auf jeden Fall. Zweimal Biomilch. Ja, die kostet 1,05 Euro beim Lidl. Es ist Bio, es ist Fairtrade. Was will man mehr? Und das Ganze für 1 Euro. Das ist der Grund, warum ich gern zum Lidl gehe. Und die ist auch qualitativ wirklich top. Dann habe ich mir für mich als Snack zum Ausprobieren mal Kräuterquark-Style-Chips mitgenommen. 475 Kalorien und pro 100 Gramm. Also so eine Packung hat jetzt auch über 500, knapp 600. Ja, ist wirklich schon ein Extra, wo man sich fragen muss, brauche ich das unbedingt, weil... Müssen wir mal ehrlich, man kriegt ja meistens eher noch mehr Hunger von den Dingern, aber ab und zu muss es halt mal sein. Ich versuche mich da zu beschränken auf eine Handvoll oder zwei. Backpulver, denn ich will was backen. Wir kriegen wieder Kinderbesuch. Es gab diesen hier, das ist der absolute Favorit meiner Familie. Absolut nicht diättauglich, aber mega lecker. Teenagerbesuch. Und ja, meine Familie hat mal wieder Bock auf den Kuchen. Überlege ich noch, was ich mache. Und ich habe ein paar Proteinriegel eingepackt an der Kasse, ohne jetzt ehrlich gesagt groß zu gucken, was für welche. Aber hier zum Beispiel sehe ich gerade eine Peanut Salty Crisp. Crunchy Peanut Salty Crisp. Das klingt nach etwas, was ich sehr gerne mag. Dann habe ich noch einen in Crunchy White Chocolate Raspberry. Den hatte ich schon öfter. Für die Teenager, die zu Besuch kommen, haben wir 2 Packungen von den günstigen Stapelchips eingepackt. Und 1 Packung Creme Fraiche habe ich immer gern im Kühlschrank für Kochen. 1 Spülmittel. Bei solchen Dingen bin ich nicht verwöhnt. Da nehme ich einfach das Billige. Das ist genauso gut wie jeder Markenzeug. Kaffee ist echt teuer geworden. Das ist der Kapselkaffee, den ich vom Lidl immer kaufe für die Arbeit. Da haben wir eine Kapselmaschine. Ja, aber der ist ganz lecker. Dann ein Baguette. Als Beilage noch 1 Packung Hummus. Mit Karotten, Sesam und Ingwer. Ein bisschen scharfe Variante. Würde ich mal ausprobieren. Ich muss mal gucken, was sie kosten. Rinderhackfleisch. Habe ich meinen Sohn noch losgeschickt, weil ich das vergessen hatte. Er hat jetzt natürlich hier Haltung 1 kein Bio-Rinderhack genommen. Aber da ist auch tatsächlich ein bisschen die Ausnahme. Wenn es im Angebot ist, dann nehme ich es sehr gerne mit. Aber Biofleisch kann ich mir tatsächlich einfach nicht leisten. Leider. Bio-Karotten. Eine Packung Bio-Fairtrade-Crema. Ganze Kaffeebohnen. Kaufe ich dort immer. 1 Butter, denn mein Sohn hat, wie gesagt, ich will was backen und er hat mir auch angekündigt, dass er und sein Freund Cookies backen wollen. Da bin ich mal gespannt. Und Schinkenwurst. Da mache ich gebratene Schinkenwurst für die Jungs mal mit. Das essen die so gerne. Mich kann man mit sowas jagen. Ich mag keine Schinkenwurst. Ich mag Wurst generell eigentlich nicht oder kaum. Ein bisschen Salat. 2 Mini-Romana-Salat und 1 Light-Käse, weil den könnte ich mit allem essen, wirklich mit allem. Ein Wunsch meines Sohnes, das sind diese Oreos in billig, aber riesengroß. Oh nein, jetzt habe ich die 2. Hälfte ausgepackt und habe vergessen, Play zu drücken. Ah, hat er nicht aufgenommen. Die wollte eigentlich mein Sohn kaufen. Aber die essen, die mögen wir alle sehr gerne, die Actimel, auch wenn da unnötig Zucker drin ist. Deswegen habe ich sie für uns gekauft, damit wir auch was abkriegen. Die Jungs gönnen sich gegenseitig echt nichts. 2 Dosen gehackte Tomaten, Bio-Qualität, kann man immer brauchen als Basis für alles Mögliche. Und Paprika gab es noch eine Packung, Rotwein für die Mama. Einen No-Name-Shampoo für die Family.
Einen Hokkaido-Kürbis haben wir uns noch mitgenommen am Feld. 1,50 direkt vom Bauer. Schaut mal, 1,50 die Hokkaido direkt vom Bauer. Toll. Ich weiß gar nicht, ob das Bio ist, aber regional. Regional ist genauso gut wie Bio. Einmal Brezelchen und eine Packung Dill. Und ja, es war ein relativ guter Einkauf. 86 Euro. Das sind die Sachen aus dem Einkauf, die ihr jetzt noch nicht gesehen habt. Es gab noch einmal Dinkelnudeln, eine Fertig-Bolognese-Soße, eine Snackwurst und ein paar Mini-Wiener für die Jungs. Dann habe ich noch 9 Flaschen Pfand abgegeben und der Endpreis war dann 86,12 Euro. Freuen die sich. Mami hat euch Dill mitgebracht. Haut rein.